uns wird es heute herzhaft deftig. Und zwar gibt es ein Malzbier-Gulasch mit Hefeknödeln. Und dazu mache ich einen Salat von der Mini-Gurke. Aber nur, weil ich die noch über habe. Zu diesem Gericht könnt ihr natürlich alles an Salat oder an Gemüse dazu machen, was ihr da habt oder wo ihr gerade Lust drauf habt. Und ich starte mit dem Hefeteig, weil der zweimal gehen muss und dann die Gehzeit genau passt mit der Garzeit von dem Gulasch. Und die Hefeknödel, die sind so ein bisschen böhmischer Art, würde ich jetzt sagen, und brauchen unheimlich viel Soße oder schmecken so richtig gut mit viel Soße. Und da passt so ein Gulasch richtig gut zu. Und als erstes mache ich mir so einen kleinen Vorteig. Ich habe hier 500 Gramm Mehl Typ 550, weil das so ein bisschen griffiger ist und nicht ganz so fein gemahlen wie 405er Mehl. Das nehme ich dafür. Mache mir hier in der Mitte eine kleine Kugel und Kuhle. Ich hole mir mal eben einen Löffel. Moment, so, dann geht das nämlich besser mit der Kuhle. Kann man sich so eine kleine Kuhle hier reinmachen. Da gebe ich einen halben Würfel Hefe rein, also 21 Gramm. Einen ganzen Würfel hat ja immer 42 Gramm. Ein Teelöffel Zucker und von meinen 250 Milliliter lauwarmen Milch so ein bisschen was, damit hier so ein kleiner Vorteig entsteht. Das verrührt er jetzt einfach so ein bisschen vom Rand mit dem Mehl und lasst das einfach so 10 Minuten stehen, bevor die anderen Zutaten dazu kommen. Die sage ich euch dann gleich noch. Und in der Zwischenzeit, jetzt habe ich ja 10 Minuten Zeit, werde ich eben 3 Gemüsezwiebeln, 2 Paprikaschoten schon mal klein machen. Dann kann ich dann gleich direkt starten mit dem Gulasch. Gut 10 Minuten sind jetzt rum. Ich habe jetzt die Zwiebeln, Paprika und 2 Knoblauchzehen klein geschnitten. Den Bräter schon mal angemacht, damit der schon mal vorheizen kann. Und mache dann als nächstes erstmal meinen Teig fertig. Und wie ihr seht, ist die Hefe schön gegangen. Die hat also schon gearbeitet. Ich gebe jetzt den Rest von der Milch dazu. Ein Ei und 1 Teelöffel Salz. Das Salz immer schön an den Rand geben, dann kommt das Ganze in die Küchenmaschine. Für circa 10 Minuten lasse ich den Teig jetzt durchkneten, knete den so nochmal mit der Hand durch, wieder in die Schüssel, abdecken und gut eine Stunde gehen lassen. Deswegen passt das so super mit der Zeit von dem Gulasch. Und in der Zwischenzeit, also bis mein Topf jetzt heiß ist, schneide ich mir schon mal so circa 200 Gramm geräucherten Speck klein. Der Teig, der läuft noch, mein Bräter ist heiß und jetzt wird angebraten. Und ich habe hier 1 Kilo Gulasch, Rindergulasch und eben den Speck und beides brate ich jetzt richtig kräftig an. Gebt mir dafür ein bisschen Öl hier in meinen Bräter. Und wenn ihr jetzt nicht so einen großen Bräter habt, dann bratet das Fleisch in 2 Portionen an. Seht ihr, es qualmt schon. Also richtig schön kräftig anbraten und nicht vergessen, die Abzugshaube anzumachen, sonst geht der Feuermelder nämlich wieder an und das nicht zum ersten Mal. In der Zwischenzeit ist der Teig schon fertig und geht hier in der Schüssel. Und jetzt kann zu dem angebratenen Fleisch noch die Zwiebeln dazu, Knoblauch und Paprika und alles weiter einfach anbraten. Ich habe jetzt genug angebraten und jetzt kommen 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Und wie ihr ja wisst, ich mache das immer gerne in die Mitte und dann können wir nämlich hier auch unten mal reinschauen. Das hier unten ist nicht verbrannt, das sind alles Röstaromen, die kommen gleich mit in die Soße, das wird richtig lecker. Das Tomatenmark einmal hier unten hin, einmal zudecken, damit das schon mal richtig gut anbraten kann. Tomatenmark muss immer richtig gut mit angebraten werden. Und oben drüber streue ich mir jetzt schon mal Gewürze. Und ich habe hier 1 Esslöffel Paprika edelsüß und scharf und einen gestrichenen Teelöffel Kümmel.
Die streue ich hier schon mal drüber. Könnt ihr gleich alles richtig gut verrühren. Aber erstmal Gewürze rein. Eine gute Prise Zucker aus so einem gestrichenen Teelöffel. Muss auch mit da rein. Pfeffer und Salz natürlich. Das Ganze wird nachher natürlich auch nochmal abgeschmeckt. Das macht er natürlich immer so, wie ihr das gerne möchtet. Aber zum Anfang müssen erstmal Gewürze rein, damit das Fleisch auch Geschmack bekommt. So. Und dann wartet er so ein Minütchen, lasst das Tomatenmark unten noch ein bisschen anrösten, rührt dann um und lasst das Ganze nochmal richtig schön durchbraten. Und jetzt kann aufgegossen werden und zwar als erstes abgelöscht mit 250 Milliliter Malzbier. Das löst jetzt auch die Röstaromen unten an dem Boden. Früher hat man immer Brustbier dazu gesagt, bei mir hat das nichts genutzt. Und dann wird aufgegossen mit 500 Milliliter Rindfleischbrühe. Einmal schön unter, sieht das toll aus, richtig schön sieht das aus. Und die ganzen Röstaromen lösen sich jetzt und kommen als Geschmack mit in das Gulasch. Und jetzt einmal aufgießen. So, kurz aufkochen lassen, die Temperatur runterstellen, Deckel drauf und dann erstmal ein Stündchen in Ruhe lassen. Mein Teig, der stand jetzt hier echt eine Stunde einfach so im Raum. Da müsst ihr mal schauen, wie die Temperatur in eurem Raum ist. Aber so eine Stunde muss der Teig schon gehen und er sollte dann so wow aussehen. Also richtig gut aufgegangen. Mein Gulasch steht jetzt da hinten. Ich habe die Töpfe ein bisschen getauscht, weil ich für die Knödel, für die Hefeknödel, einen guten, großen Topf brauche. Da müsst ihr einfach mal schauen, dass er irgendwas Großes bekommt, weil ich teile mir diesen Teig jetzt in zwei Teile und mache da zwei Knödel draus, die man nachher in Scheiben schneiden kann. Das sieht nämlich dann richtig schön aus und die kann man so wunderbar mitessen. Und jetzt holt er den Teig einfach raus, knetet den noch einmal durch, der ist total schön weich. Und dann teile ich den in zwei Teile und hier in mein Wasser, ich habe jetzt reichlich Wasser in meinen Topf gegeben, habe ich jetzt 3 Teelöffel Salz reingegeben und 1 Esslöffel Öl. Das Öl ist dafür da, damit die Knödel nachher nicht kleben, das ist nämlich wunderbar, dann kann man die einfach so rausholen. Jetzt nehmt ihr euch jeweils diese Kugel und macht euch eine Schlange, so 20 cm lang sollte die sein. Einfach schön rollen, die Naht nach unten und dann bleibt die Schlange hier nochmal 20 Minuten einfach auf der Arbeitsfläche abgedeckt liegen, weil der Teig muss nochmal gehen. Aber das ist ganz gut, so hat das Gulasch noch ein bisschen Zeit und ich habe meine Gurken schon vorbereitet, klein geschnitten und schon gesalzen und dann kann ich auch gleich meinen Gurkensalat schon fertig machen. So, in der Zwischenzeit habe ich ja mein Wasser schon mal zum Kochen gebracht. Das kocht jetzt. Jetzt habe ich die Platte runtergestellt, damit das aufhört zu kochen, weil die Hefeknödel sollen natürlich nicht ins kochende Wasser, nur ins siedende Wasser. Die sind auch schon fertig. Ich zeige euch noch schnell den Gurkensalat. Ich habe meine Gurken ja schön gesalzen und jetzt habe ich das Gurkenwasser abgegossen, schön durch ein Sieb und mir eine kleine Vinaigrette fertig gemacht. Aus zu gleichen Teilen Apfelessig und Rapsöl, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zucker und das war's auch schon. Am besten in so ein Gläschen geben, dann könnt ihr das wunderbar vermischen und einfach über die Gurken ein bisschen Schnittlauch dazu, das Ganze durchrühren und ein bisschen ziehen lassen, weil ich habe ja jetzt immer noch 20 Minuten Zeit und dann habt ihr einen richtig leckeren, frischen Gurkensalat dazu. Einmal umrühren und einfach stehen lassen. Da mache ich gleich noch ein bisschen Schnittlauch mit rein. So, und jetzt hat mein Wasser aufgehört zu kochen und jetzt kann ich meine Knödel nämlich da reinmachen. Jetzt braucht ihr aber gar keine Angst zu haben, zu sagen, ich habe jetzt gar nicht so einen großen Topf oder einen zweiten Topf. Ihr könnt diese Knödel hier auch wunderbar in einen runden Topf legen. Dann werden die so mondförmig, aber das macht nichts, weil die werden sowieso in Scheiben geschnitten. Oder ihr, ich mache mal eben meine Zeit aus, einen Moment, nee, die ist da hinten, die hört jetzt auch gleich auf. Oder ihr teilt den Teig in 4 Teile. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr jetzt nicht so einen großen Topf habt. Jetzt legt ihr die einfach hier rein. So, dann kommt der Deckel da drauf und dann brauchen die insgesamt 20 Minuten. Nach 10 Minuten dreht ihr die Knödel einmal um und lasst die dann weitere 10 Minuten einfach hier ziehen auf niedriger Temperatur. Darf nicht mehr kochen. Jetzt gucken wir uns noch eben, wenn der Tom hier rumkommt, das Gulasch an. Das sieht nämlich richtig gut aus.
mal einmal hier reinschauen. Schaut mal. Das ist auch schon so gut wie fertig. Die Zeit mit den Knödeln und Gulasch passt so wunderbar. Die Zwiebeln, die machen das Gulasch bzw. die Soße ja schon so ein bisschen sämig. Da müsst ihr eben schauen, wie dick ihr jetzt das Gulasch haben möchtet. Ihr könntet das jetzt abbinden mit ein bisschen Speisestärke oder ihr nehmt, wie wir auch super gerne, hier unsere Mehl- und Butterkugeln. Ich schreibe euch das gerne nochmal mit in die Kommentare, weil ich kann die nur empfehlen. Und am meisten werden die gebraucht von unserem Rotzlöffel, der benutzt die nämlich auch immer. Ich gebe hier zwei Stück zu, lasse die hier einfach drin schmelzen und das bindet das Gulasch super. Dann bin ich eigentlich schon durch. Wenn die Knödel fertig sind, dann kann ich schon unsere Schüssel anrichten. So, die 20 Minuten sind rum und meine Hefeknödel sind fertig. Und jetzt werden die einfach aus dem Topf gefischt. Am besten legt ihr die auch auf ein Brettchen oder einen Teller. So, schön abtropfen lassen, hier drauflegen. Wer jetzt denkt, ach, das ist aber viel, das ist gar nicht schlimm, weil das, was man nicht braucht, kann man ein bisschen einölen, in Frischhaltefolie wickeln, dann, wenn es abgekühlt ist, in den Kühlschrank und am nächsten Tag entweder in der Mikrowelle oder über dem Wasserdampf nochmal erwärmen. Und jetzt geht ihr hin und stecht die ein bisschen ein, einfach damit die entdampfen können. Und in der Zwischenzeit, wo die jetzt hier Dampf ablassen und ein bisschen antrocknen, das tun sie nämlich jetzt auch, hole ich schon mal mein Gulasch, fülle das hier in die Auflaufform, weil heute servieren wir alles nur in einer großen Schüssel. Das Gulasch, das ist schon in der Auflaufform, weil ich das ja so auf den Tisch stellen wollte. Jetzt schauen wir mal in diese Knödel rein. Die sind nämlich total fluffig, richtig lecker und saugen sich gleich noch voll Soße. Sehen die gut aus? Die schneidet man jetzt einfach in Scheiben und das vorsichtig und am besten mit einem Sägemesser. So, ein paar Scheiben können da oben drauf. Man kann natürlich immer noch ein bisschen nachnehmen. Aber es sieht eben so angerichtet richtig schön aus und jeder kann sich bedienen. Und ich finde, das ist jetzt auch gar nicht so viel Arbeit. Also so knappe, ja, keine 2 Stunden habt ihr ein richtig tolles Essen auf dem Tisch. Und so kann sich jetzt jeder bedienen. Malzbier-Gulasch mit Hefeknödeln und dazu einen Gurkensalat. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr macht das mal nach. Bis dahin, eure Bea.